Viva la Mamma. Danke. Ja, viva la Mamma. Viva la Mamma. Und die Mama, jetzt pass auf, jetzt haben wir uns nämlich gedacht, Ingrid, eine so bezaubernde Frau. Kommt ihr gleich zweit? Kommen wir gleich mit zwei Männern. Na, klasse. Jo, und das hat seinen guten Grund. Jetzt darf ich dir den Herrn mal erst vorstellen, der zu deiner Rechten steht. Ja? Ich wiederhole es nochmal auch für die Hörer, die später zugeschaltet haben, jetzt erst nach eins und uns hier in Berlin zuhören. Die hört zu und Radio Luxemburg haben einen großen Wettbewerb gemacht. Wir haben Sprecher gesucht, Talente. Und wie das so geht, haben also viele gesagt, ich bin ein Talent, haben eine Kassette besprochen und haben die zu zugeschickt und es waren weit über 1000. Oh. Ja, und dann sind wir nochmal, dann ist eine Vorauswahl getroffen worden und wir haben uns alle mal getroffen, da war der Carlo von Tiedemann auch dabei, der Herr Wieben von der Tagesschau und so was, eine große Jury, die wir da zusammengesessen haben und haben nochmal 100 Bänder an einem Tag abgehört. Und kannst du ungefähr vorstellen. Scheußlich. Und die nachher überhaupt noch zu bewerten, wurde immer, immer schwieriger. Und dann haben wir wieder neu abgehört und so weiter. Und dann sind 10 davon übrig geblieben. Und immer kommt einer jetzt jeden Tag nach Berlin gefahren und präsentiert sich hier mal einen größeren. Ja, das ist also jetzt der Kirstein. Matthias Kirstein kommt aus Bremen. Du könntest ihn jetzt interviewen, wenn du möchtest. Nee, er ist ja der Moderator. Dann soll er das doch mal machen, oder? Gut, aber wir wollen ein bisschen was über ihn erfahren. Ich habe das ja auch schon geübt, also lasse ich ihm den Job jetzt mal, okay? Ja, sicherlich. Ne? Nicht? Das war ja auch schon mal deine Profession, ja, ne? Ja. Ja, wir wollen uns so ein bisschen vorstellen. Was machen Sie sonst, wenn Sie nicht gerade hier bei uns in Berlin sind, Herr Kirstein? Ja, normalerweise bin ich ja so in Bremen zu Hause und bin also beschäftigt in einer Rollerdisco. Das heißt also alles, was mit Rollschuhlauf zu tun hat. Also nicht nur im Kreis, sondern auch sportlich. Bin also auch tätig arbeitsmäßig dabei. Mein Gott, hat der eine Röhre. Ja, Jochen. Oh. Da kannst du dir was abgucken, was? Du, pass auf, ich gehe gleich jetzt. Ich krieg Komplexe. Krieg ja glatt Komplexe. Muss ich dazu sagen, das liegt an dem bombigen Berliner Weizenbier von gestern Abend, ne? Ah. Gut, also Stimme, nicht? Die fiel uns auf, als wir die Kassetten gehört haben. Die war ja auch nicht zu überhören. Und Moderation ist ja nur was Hübsches, aber da gibt es ja nur viele Gebiete, viele Möglichkeiten, was man da tun kann. Was schwebt Ihnen so vor? Ja, also ich habe immer so den Eindruck, ich bin hässlich. Deswegen wollte ich immer so ein bisschen Richtung Radiomoderation. Da braucht man sich nicht schminken, setzt man sich hin, erzählt nur und da sieht einer keinen. Nö, aber das geht auch. Guck mal, ich war auch schon im Fernsehen. Nö, also das ist kein Hinderungsgrund, ne, wenn man nicht so gut aussieht. Da bin ich auch. Ich habe zwar als Bildstörung gearbeitet, aber man kann auch ins Fernsehen, wenn man nicht gut aussieht. Doch. So, jetzt wollen wir doch mal die Probe aufs Exempel machen. Der Kirstein interviewt jetzt mal die Ingrid Peters. Mal gucken, wie das funktioniert. Hä? Hier ist Mikroskop. Mikroskop. Kann man da so richtig reinsprechen? Ja, wie gesagt, ich darf mich also nochmal recht herzlich bedanken, so alle, dass so richtig dabei sind und herschauen. Ich hoffe, ihr habt also, oder Sie haben ein bisschen Spaß und Freude an der Berliner Funkausstellung. Besonders natürlich hier in der Halle 22 bei unserem Programm Hört zu und RTL natürlich dabei. Ne, die junge Dame hier neben mir, sehr nett, charmant, hätte ich beinahe gesagt, mit dem Namen Ingrid Peters. Was heißt hier beinahe? Muss sein dabei. Also das war schon mal die erste Korrektur. Beinahe geht nicht. Beinahe geht nicht. Muss sein. Sie ist also schon länger im deutschen Showgeschäft tätig und mir ist also dabei aufgefallen, bei einer Single, die sie gemacht hat, Schmeiß den Kuckuck aus dem Nest. Ja. Was hat dieser Text oder dieser Titel eigentlich auf sich? Was bezweckst du damit oder was willst du damit aussagen? Ja, also ich muss erstmal der Korrektheit halber dazu sagen, dass das also die Platte war, mit der ich am wenigsten verkauft habe, die aber den größten Rundfunkeinsatz hatte und die somit eigentlich so ziemlich jeder kennt, den ich bei Galas treffe. Das ist der Grund, warum ich sie bei Galas immer wieder mache. Was den Text angeht, heißt das nicht, dass ich was gegen Männer habe. Ich habe also auch einen abgekriegt, habe mittlerweile auch einen Sohn gekriegt. Also die männliche Ader in mir setzt sich doch irgendwie fort. Aber es war damals eben, man hat mir angetragen, in die Richtung zu gehen, Sängerin zu sein, die nicht unbedingt diese Schmalz-Herz-Tropf-Lieder macht, sondern eben das Thema Liebe auf eine andere Art und Weise anpackt, ein bisschen ironischer, ein bisschen frecher und so ist auch der Text eigentlich. Also ganz harmlos. Aber ich sag zum Trost immer für die Männer, wenn sie also beleidigt sind im Publikum, wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an. Das ist richtig. Ja? Hat sie doch einen richtigen, sicherlich einen bombastischen Applaus verdient dafür, würde ich mehr oder weniger sagen. Ja! Ingrid Peters. Und ganz kurz noch, bevor es weitergeht, ich habe also gesehen, du bist also mit einer neuen Single dabei, die sicherlich auch gleich wir hier hören können in der und ich Halle 22 und das ist sicherlich die deutsche Formation von dem Titel eigentlich aus dem englischen Rose Laurence, Afrika. Ja. Ne, wie kommt man dazu, solch einen Titel zu übersetzen oder was bewirkt das oder ist das showmäßig dabei, hat das damit zu tun? Naja, ich meine, man versucht halt immer Titel zu finden, die einem selber Spaß machen und das ist mit deutschen Kompositionen sehr schwer.
weil man auch einen Erfolg haben möchte und normalerweise werden also die deutschen Versionen von englischen Titeln sofort gespielt im Rundfunk, weil jeder sagt, ach, mal reinhören. Und so eine original deutsche Version, eine deutsche Komposition, da sagen die halt immer, ach, lassen wir mal ein bisschen liegen, morgen ist ja auch noch ein Tag. Das ist der Grund, warum man es hin und wieder mal macht. Ich bin im Prinzip dagegen, weil ich denke, deutsche Komponisten können auch was leisten. Aber ich bin Lügen gestraft worden mittlerweile, was den Erfolg deutscher Produktionen anging. Und ich muss sagen, bei der Nummer hat es einen ganz großen Witz auf sich. Den Originaltext, weder den französischen noch den englischen, hat kaum einer übersetzt. Es hat sich keiner interessiert, dass es Voodoo in Afrika gar nicht gibt. Das ist erst aufgefallen, als ich die deutschen Worte hatte. Und ich konnte natürlich meinem Texter nicht sagen, du lass das Wort Voodoo weg, das gibt es in Afrika nicht. Er sagte, es tut mir leid. Das ist die Zeile des Liedes, Afrika und Voodoo, das muss auch im deutschen Text kommen. Und nun werde ich mal gefragt und ich kriege eins über die Rübe. Ja, jetzt versteht man es plötzlich. Aber es macht nichts, ich finde die Nummer toll. Yo. So, jetzt kriegen wir gleich eins über die Rübe, wenn wir dich voranmachen. Und Matthias, ist so schön, also so Interviewpartner möchte man immer haben, ne? Ja. Anticken und dann kommt ein ganzer Roman. Ding, 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 ne? Du kannst mich gar nicht mehr abstellen, was? Nein, du bist nicht wie ein Radio. So, jetzt wir hören ihn und sehen ihn wieder hier in der Halle, der Matthias Kirstein, heute Nachmittag bei der Video-Hit-Parade nochmal mit der Biggie, ne? Das macht ihr dann zusammen. Bedanke mich jetzt für den Moment und weiter geht's jetzt mit dem Titel eben von der Ingrid. Afrika. Yeah.